Obviously, you could entertain yourself and watch men in short shorts running around kicking a ball, or you could actually come together with interesting people and learn something about life and how to help each other and build a community. And I think that's a little bit more worthwhile for me. Everyone on my Facebook and Twitter is like, you have to go to these protests here on Monday. So I'm here. 10 million people in Germany, in Europe, 10 million people in Russia, maybe 10 million people in America, 10 million people in China, wherever. What made you guys start here? What made you start everything? I started this movement because I realized that the Federal Reserve Act, in my opinion, is one of the most worst laws in the whole world. So a private banking company is lending America the money, and in my opinion, America is not anymore democratic. The Federal Reserve tells the government what to do, and that's a problem. Yeah, it's definitely interesting seeing people in Germany protest the Federal Reserve, which is amazing that this information spread, you know, so far, so wide, and that there's people, thousands of people coming here to protest this when it's such an important American issue. It's good to see people calling for real independent media and not lies from the mainstream media. It's really, really just awesome, amazing to see. Das ist eine ganz, ganz große Nummer in Amerika, in New York, die jetzt hier gerade mich interviewt hat. Die haben Occupy Wall Street vom ersten Tag an gemacht und sind die Letzten, die da rausgegangen sind mit den letzten Jungs. Also das ist eine ganz große Nummer, die haben eine riesen Reichweite und das ist genau das, was wir immer gesagt haben. Wenn Amerika und die Welt mal mitbekommt, dass wir in Deutschland auf die Straße gehen, in einem Land, dem es so vermeintlich gut geht, wirtschaftlich und sozial und wie auch immer, dann nehmen sich andere Länder an uns ein Beispiel nochmal und gehen vielleicht friedlich auf die Straße. Und stellt euch doch mal bitte vor, wir haben mal 30 oder 40 Millionen Menschen auf der Straße, die für Frieden auf der Straße stehen und für eine Änderung dieses Systems, in dem wir leben. You know, I've been traveling everywhere, all over the world, all over the U.S. There's one common thing. People just want a better world, not the world that's constructed for us by these government and corporations that pretty much get away with all the horrible acts, murder, spying, treason, polluting, destroying our way of life. People just want to live. People just want to be happy. March for peace and fighting no more. How do I know which is right? And I hope he does when he sends you to fight. Ich hätte heute eigentlich zu Hause sitzen können, auf der Hollywood-Schaukel mich ausruhen. Aber ich mache das nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich auf dieser Hollywood-Schaukel liegen würde. Mir kommen jeden Abend die Tränen, wenn ich die aus der Ukraine diese Nachrichten lesen muss. Empathie ist eines der wichtigsten Gefühle, die wir Menschen empfinden können. Und das würde bedeuten, dass jeder, wenn er um 20 Uhr die Nachrichten anguckt, weint, bis er sie um 20.15 Uhr wieder ausmacht. Das ist Empathie. So, und das ist nicht der Fall. Wir gucken diese Nachrichten, diese Todesmeldungen einfach so beim Vorbeigehen und es ist uns egal. They sound like a million colors in your mind.
Zeigt mir doch mal bitte, wer schon öfter als einmal auf einer Mahnwache war. Wow, sehr schön. Haben wir hier auch welche, die zum ersten Mal heute hier sind? Oh, immerhin auch eine Handvoll. Herzlich willkommen, sehr schön. Das sollte mehr werden. Und nochmal, dass heute ein Deutschlandspiel gewesen ist und dennoch so viele Menschen hier stehen, ist ein Riesenzeichen für euch und ein Riesenerfolg für uns alle. Also feiert das nochmal richtig. Unser buntes Präservativ hier, Herr Gauck, der hat sich mal wieder geäußert und er sagt, wir brauchen unbedingt mehr Auslandseinsätze. Ja, wo haben wir es denn? Ja, die Bundeswehr war in Bosnien und in Kuwait, sie kämpft in Afghanistan und jetzt sagt Herr Gauck, natürlich geht es nicht, ihm im Kern nicht um Akzeptanz für diplomatische Missionen, daran fehlt es Deutschland wahrlich nicht. Was er will, ist Bereitschaft zu Kampf und Blutvergießen. Die Deutschen sollen da draußen nicht nur andere sterben lassen. Finde ich in Ordnung, Herr Gauck. Holen Sie sich eine Waffe, gehen Sie hin! Ja, und nehmen Sie Ihre politischen Freunde mit! In diesen Tagen sind wir Zeugen von grausamen Bildern geworden. Gestern habe ich erste Vermutungen gehört, nach denen in der Ukraine mittlerweile chemische Waffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Genaue Informationen findet man kaum. Die Presse schweigt oder verharmlost. Die Regierung weicht keinen Millimeter zurück bei der Unterstützung des faschistischen Regimes in der Ukraine und von ihrer verheerenden Kriegspolitik. Stattdessen wird sie die Fußball-WM nutzen, um Gesetze und Abkommen gegen den Willen der Bürgerinnen durchzupeitschen. 20.000 halbautomatische Gewehre hat die Ukraine in den vergangenen 6 Jahren an deutsche Zwischenhändler verkauft. Ja, dann sieht man also, woher die ganzen Unruhen kommen und woher jetzt auch die rechten Nationalisten ihre Waffen haben, nämlich von den Deutschen, beziehungsweise sind das dann genau die Waffen, die am zweiten Konfliktschwerpunkt auftauchen, der uns diese Tage beschäftigt, nämlich dem Irak. Die Waffen, die jetzt benutzt werden im Irak gegen Schiit und Sunnit gegenseitig, die stammen teilweise aus Deutschland. Das sind die Waffen, die die Deutschen exportiert haben nach Saudi-Arabien. Ja? Also ihr merkt, das sind die Folgen der Bewaffnung von Ländern, die keine Demokratie sind, wie diese Saudi-Arabien-Emirat, ja, oder wie Katar, die sogar eine Fußball-Weltmeisterschaft kriegen, in sehr demokratischer Art und Weise auch, wie wir das mitgekriegt haben in der Presse die letzten Wochen. Also ihr merkt, der Export von Waffen, die Waffen bleiben nicht im Land, wo sie verkauft worden sind. Die werden von Leuten, die dann Schiit oder Sunnit unterstützen im Irak, um ihre Interessen zu vertreten, weiterverkauft. Und das ist das Problem. Deswegen ist Waffenexport ein Problem. Weil einmal verkauft, dann hat man keine Kontrolle mehr darüber. Es wird so im Fernsehen dargestellt, dass es ein Kampf ist zwischen Schiit und Sunnit. Das ist nicht nur ein Religionskampf. Es geht darum, dass der Chaos herrscht seit 2003, seitdem die Amerikaner das Land zerstört haben und sich gratis der Ölquelle des Iraks bedienen, um ihre pleite Wirtschaft zu retten. Und es hat auch damit zu tun, dass die Sunniten pro-irakische Leute der ehemaligen irakischen Armee natürlich versuchen, Bagdad und den Irak wieder zu erobern. Da rücken islamistische Fundamentalisten, Terroristen, ISIS, wie immer sie auch heißen mögen, Richtung Bagdad vor und werden eventuell die Hauptstadt demnächst einnehmen, nachdem ihm schon die Hälfte des Landes sozusagen zur Verfügung steht. Und in der Presse ist man ganz überrascht, wo die denn herkommen. Der Spiegel weiß, ja, es sind Al-Qaidas furchtbare Erben. Und das völlig unkommentiert, wird das da breit gewalzt auf 3 Seiten und kein Wort davon, woher ISIS wirklich kommt. ISIS ist ein Teil der syrischen Opposition gegen Assad, der mit Waffen der NATO und der EU und mit Geld aus den USA aufgebaut wurde und jetzt, weil er in Syrien keine Chance mehr hat, in den Irak übergewandert ist und dort seine Ziele durchsetzen will. Das sind genau dieselben Leute, die von den USA aufgebaut wurden. Die Schiiten sind an der Macht gekommen durch die Amerikaner. Saddam Hussein war Sunnit. Die Sunniten sind in der Minderheit gegenüber den Schiiten im Irak. Und jetzt kommen wir zu lustigen
Kombination und Allianz, die vor 10, 15 Jahren nicht zu denken wären. Der Iran als schiitische Staat ist bereit, dem Irak zu unterstützen, zu helfen, sogar neben den Amerikanern, wenn es nötig ist, um das Irak zu retten vor diesen Angriffen der Sunniten aus dem Norden, zusammen mit den Kurden. Zum ersten Mal wollen Iraker, Iraner, Kurden und Türken mit den USA zusammenarbeiten. Da stellt sich doch ganz spontan die Frage, wer hat was davon? Wem nützt es am meisten? Also diese ISIS-Truppen, dieses Chaos, wer hat was davon? Ist das möglicherweise angeschoben, inszeniert? Oder will mir irgendjemand erzählen, ja, dass eine Gruppe von 8000 Leuten, ja, 2/3 des Irak übernehmen kann und das ist der CIA nicht aufgefallen? The US government supporting Al-Qaeda rebels. Meanwhile, we're supposed to have a war on terror. They supported radical Islamists in Libya, in Syria, and created horrible situations and gave money to horrible human beings who are butchering, murdering, raping people currently in Iraq right now with ISIS. And these men wouldn't be as powerful as they are. These men wouldn't have the weapons that they have if it wasn't for Western intervention, if it wasn't for NATO, US, Saudi Arabia, and Qatar playing politics and creating more terrorism so they could have another military-industrial complex system that just revolves around themselves and keeps feeding itself. To me, that is the most biggest atrocity that's happening right now. It's not mainly an American issue, but it's a human issue, because humans right now, at this very moment, are being affected by it directly, especially in Iraq. Weil man selten über das Lügen redet, wissen viele Leute sehr wenig darüber und können weder erahnen noch sicher erkennen, wenn jemand lügt. Nur weil es gesellschaftlich geächtet und moralisch kritisiert wird, so wird es doch die ganze Zeit gemacht. Warum? Weil es eine nützliche, einfache, effektive Technik ist. Und solange die Lüge ein Tabu bleibt, werden wir nicht darüber lernen, nicht darüber reden und kein Immunsystem dagegen entwickeln können. Sondern wir werden hilflose Menschen bleiben, die immer wieder hoffen müssen, vielleicht mit Glück kein Opfer einer Lüge zu werden, die ihr Leben zur Hölle macht. Solche Opfer leben heute im Irak, in welchem niemals die Massenvernichtungswaffen gefunden wurden, die Colin Powell wider besseren Wissens im Februar 2003 vor dem UN-Sicherheitsrat bekannt gab. Solche Opfer leben auch in Pakistan, wo seit 2004 schätzungsweise 2300 bis 3700 Männer, Frauen und Kinder durch US-Drohnen unter anderem auf Hochzeiten, Feiern und Beerdigungen unter Beschuss genommen werden, während US-Präsident Barack Obama diese Menschen unter der Bezeichnung militärische Kämpfer abtut, was nur für eine kleine Minderheit der Toten tatsächlich zutrifft. Solche Opfer leben auch im Kosovo und in Jugoslawien und haben diejenige humanitäre Katastrophe zu beklagen, welche tausende Menschenleben gekostet hat und die vom NATO-Angriff 98-99 erst ausgelöst wurde und vom damaligen deutschen Verteidigungsminister Rudolf Scharping mit dem vermeintlichen Hufeisenplan und dem vermeintlichen Massaker von Rogowo begründet worden war. Nach dem Stand der aktuellen Geschichtsforschung entsprachen beide Behauptungen nicht der Wahrheit. Die Bevölkerung der kriegerischen Nationen haben diese Katastrophen erlaubt, weil die Bevölkerung nicht imstande waren, die Lügen ihrer Regierungen zu erkennen. Jeder Mensch, der sich zum Experten für das Lügen gemacht hat, schwächt die Wirksamkeit der Lügen anderer in seinem eigenen Leben und Umfeld. Warum? Weil er Lügen erkennt. Eine soziale Verhaltensweise wird dann für Menschen uninteressant, wenn sie unwirksam wird. Wenn die Menschen nichts mehr mit einem bestimmten Tun erreichen können, dann sparen sie sich die Mühe. Wir leben leider in einer Gesellschaft und in einer Zeit, in der es wahnsinnig einfach ist, sich abzulenken von eigenen Problemen. Und diese Ablenkung von eigenen Problemen, die wir von klein auf lernen, führt dazu, dass wir uns auch ablenken lassen von großen Problemen, von globalen Problemen. Wir laufen mit unseren Smartphones durch die Welt und sehen irgendwie die Fußballergebnisse, während wir auf einer Friedensdemo sind. Ich habe da schon jemanden heute gesehen, der parallel das Spiel anschaut, ist auch okay. Aber es ist schwer, sich mit sich selber mal auseinanderzusetzen, wenn man die ganze Zeit von allen Seiten beballert wird und sich dauernd ablenken lässt.
Jemand, der auf Propaganda anspringt, der springt auf Propaganda für Frieden an, der springt aber auch auf Propaganda gegen Frieden an. Und hier ist die Problematik. Wir müssen nicht mehr lernen, welche Inhalte gefährlich sind. Wir müssen lernen und uns selbst damit auseinandersetzen, welche Systeme, welche Funktionsweisen gefährlich sind. Und dazu gehören nun mal Propaganda und Manipulation. Ja, einen wunderschönen guten Nachmittag. Es ist so wunderschön, offline zu sein mit euch, ja? Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich jetzt mal nicht auf Facebook sein muss. Das ist so schön, ja? Das ist toll. Also ich habe wirklich tolle Sachen auf Facebook erlebt in den letzten Jahren, so ist es nicht, gell? Aber was da zurzeit abgeht, hey, Mann. Das ist mein Aufruf zur Revolte, die auch mal offline gehen sollte, weil die neue Art zu revoltieren, die geht. Da, 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 da. Das habe ich ja aber im Autoradio gehört und es war natürlich wieder schrecklich, ja? Also Nachrichten unglaublich. Jetzt haben wir uns gerade mit diesem einen Kriegs- und Krisenherd in der Ukraine beschäftigt, jetzt geht es im Irak wieder los, ja? Es ist unglaublich. Hallo Leipzig! Hey! Das erste Mal außerhalb von Berlin und dann gleich so viel Aufregung. Das ist allerdings auch der Sonntagsmahnwache zu verdanken, weil, das ist schon vorhin gut angesprochen worden, an einem Montag hätte ich nicht hier sein können. Von daher ist es sehr schön, dass es auch andere Tage gibt, wo ich mich dann mal sehen lassen kann. Wenn wir es schaffen, unser Denken zu ändern, die Art und Weise zu ändern, wie wir miteinander umgehen und wie wir uns wertschätzen, dann wird sich das System im Außen ganz selbstständig ändern. Wir waren in Leipzig auf einem Sonntagsausflug, was eigentlich auch mal sehr schön ist, weil dann hatte ich auch Zeit, da hinzufahren. Montags ist ja immer schlecht, auf eine andere Mahnwache zu fahren und ich wäre schon gerne ein bisschen mehr unterwegs. Und am Anfang lief auch alles gut, angenehm viele Leute da schon für einen sonnigen Sonntagnachmittag mit Fußball und allem und noch einem anderen großen Event in Leipzig. Also es war eigentlich alles schick. Und da war halt eine größere Gruppe Antifa oder Antideutsche, ich kann das nicht auseinanderhalten. Also ich weiß nicht, was die sind. Vielleicht sind es gar nichts von beiden. Ich bin da total überfordert. Auf jeden Fall standen da 10, 20 Leute rum mit Sonnenbrillen und schwarz gekleidet. Der ist vor National gehört, wer tippt, wer die AfD wählt. Und mein Team. Dürfte ich bitte die Polizei in die Polizei in Ihren Armen. Dass der Holocaust gegeben hat und wer schon ins Gesicht gesagt hat. Lügen. Ihr merkt schon, es ist sehr wichtig, dass... Und ihr wollt euch Antifaschisten nennen, ihr Schweine? Ein Lars Meerholz ist nicht faschistisch. Da könnt ihr auch sagen, was ihr wollt. Ja? Wir sind hier, um für Frieden zu stehen. Und nicht irgendwelche Diskussionen über rechts, links, sonst irgendwas. Nein, wir wollen Frieden. Wir haben Angst vor Krieg und müssen uns sowas nicht geben. Weil das ist ein Zerstören für einen friedlichen Kampf. Für den Kampf unserer Kinder. Und dazu sollten wir stehen. Und ich möchte euch bitten, tut es erstmal beiseite. Und wir versuchen, dass diese Demo, diese Mahnwache, dass die jetzt friedlich weitergeht, ohne irgendwelche Störer. Wisst ihr, ihr habt irgendwas gegen uns und ich verstehe wirklich nicht was. Weil hier auf den Bühnen wurde niemals gegen irgendjemanden gehetzt. In ganz Deutschland, in hunderten von Städten, stehen Mütter, Väter, Enkel, Kinder, Opas und Omas. Und ihr geht die an, ihr greift die ganzen Menschen an, einfach ohne Grund, Mann! Ich glaube, es sollte mittlerweile klar sein, dass ich kein Nazi bin und dass ich kein Rechter bin, dass ich noch nie den Holocaust geleugnet habe und dass ich kein Antisemit bin. So langsam wird es lächerlich einfach. Wenn das zutreffen sollte, Petram Chaya hat gesagt, er frisst einen Besen, er schmeißt sein politisches Amt hin, macht nie wieder was Politisches. Wenn das passiert, reiße ich meiner Mutter das Kopftuch vom Kopf. Vielen Dank. Wird nicht vorkommen müssen. Weiß ich. Sonst würde ich sowas nicht sagen. Meine Mutter würde mich umbringen. Ja, Mann, ey, das ist echt, damit hätte ich nicht gerechnet, wie wir vor
12 Wochen, 13 Wochen, keine Ahnung, die erste Mahnwache oder ich die erste Mahnwache gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass eine Friedensveranstaltung so endet, nur weil ich am Anfang mal die FED angesprochen habe. Und ich wusste nicht, liebe Jutta, dass die FED ein Schlagwort für irgendwelche Rechten ist. Das war mir nicht bewusst, das habe ich nicht gelesen gehabt. Ohne die Antifa könnte meinesgleichen sich gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so frei bewegen in Berlin. Weil die Nazis, Neonazis oder wie sie heutzutage alle heißen, denken dreimal drüber nach, wegen der Antifa. Ja? Aber was ihr momentan macht, ich habe mich auch mit eurer Kritik auseinandergesetzt. Ich verstehe sie im Prinzip und ich verstehe auch, dass das gefährlich ist, dass man da aufpassen muss. Dafür danke ich euch auch nochmal, dass ihr mich da sensibilisiert habt in dem Sinne. Aber ich bin intelligent genug und diese ganzen 1000 Menschen, die sich deutschlandweit jeden Montag und an anderen Tagen treffen, die sind auch intelligent genug, das zu differenzieren und zu sehen, dass das eben nicht hier nicht der Fall ist. Und dann haben wir in Leipzig uns richtig schöne Redebeiträge angehört und auf einmal sehe ich auf der anderen Straßenseite richtig krass Rauch aufsteigen. Und irgendwann habe ich dann halt mitbekommen, dass es doch anscheinend was mit uns zu tun hat und habe mich mal auf den Weg dahin gemacht und habe halt gesehen, wie ein Auto also total ausgebrannt ist im Motorraum. Also, die Jungs, die da rumstehen, ich weiß nicht, wer das ist, ne, die haben gesagt, da sei ein Auto reingefahren. Ne, deswegen habe ich gerade erstmal nochmal eine deeskalierende Rede gehalten, solange hier die Tatsachen nicht geklärt sind. Aber film den Wagen, da gab es auf keinen Fall einen Unfall. Entweder der Wagen ist angezündet worden oder es ist eine magische Entzündung gewesen. Also, ich bin sprachlos, ihr Lieben. Vielen Dank, ich muss auch mal weiter. Ich habe das Auto abgestellt, da drüben abgeparkt vernünftig, obwohl ich eigentlich hätte lieber hier stehen bleiben sollen. War mir eigentlich schon irgendwie, ich wollte eigentlich gar nicht das Auto umparken, aber wie das denn so ist mit Polizei und dies und das. In Berlin ist das alles ein bisschen lockerer, da kann ich auf dem Potsdamer Platz komplett mich hinstellen mit dem Trailer. Ja. Das Problem ist, dass ich mich eigentlich ganz doll darauf gefreut habe, morgen zum 14. Mal auf dem Potsdamer Platz bei der Montagsdemo dabei zu sein mit meinem Trailer, mit einem großen Transparent hier. Wir fordern Frieden, wir fordern die komplette Entmilitarisierung der Erde und dergleichen. Ich habe da im Auto schon neue Transparente drin liegen. Das ist eigentlich ein Geschenk von mir hier an Leipzig, dieses Transparent, das Große. Ich habe die Rauchsäule gesehen, es war also nur weiß, ne, diesen Rauch. Und er meinte schon, es könnte eventuell mein Auto gewesen sein. Ja. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Ja. Und dann war es tatsächlich sein Auto. Ich bin total traurig darüber und fassungslos und eigentlich bin ich traurig. Also ich bin eigentlich traurig darüber, ja. Ja, was ist denn passiert? Ein Kabelbrand bestimmt, oder? Also ich war vor Ort und habe mir das angeschaut und der ganze Motorblock ist ausgebrannt. Ich meine, es kann schon sein, dass es die Batterie gewesen ist. Es könnte sein, ja. Wie gesagt, es wird sich morgen rausstellen durch den brandsicherungstechnischen Dienst der Polizei. Der ist leider heute nicht verfügbar. Deswegen war ich eigentlich auch sehr bedacht darauf, dass das Auto nicht abgeschleppt wird und so weiter, dass die das gleich machen. Aber das interessiert ja keinen. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll abwarten morgen. Wird sich rausstellen, ob das jetzt angezündet wurde oder nicht. Es spricht leider alles dafür, so laut Indizien. Und dann gibt es noch irgendwelche Internetbriefe, Bekennerbriefe, irgendwelche Seiten, die erstellt wurden und auch irgendwelche Ankündigungen soll es schon im Netz gegeben haben, wenn Lars Mierholz nach Leipzig kommt, dann passiert irgendwas so nach dem Motto, da sind wir gerade noch auf der Suche nach dem Chat, die Polizei in Leipzig sagt, es war spontane Selbstentzündung. Da kann man jetzt von halten, was man möchte, weil das wäre ja schon eine spontane Selbstentzündung mit Ankündigung sozusagen und das ist schon echt ein bisschen eigenartig. Und das Schlimmste, Dämlichste, was wir tun könnten, ist, dass wir da mit einem gewalttätigen Reflex reagieren. Das wird diese Bewegung bitte auf gar keinen Fall tun, denn diese Bewegung hat nur eine Chance, wenn sie eine spirituelle Bewegung ist. Uns freut es natürlich, wenn es noch mehr Mahnwachen gibt und wenn noch mehr Menschen für Frieden und gesellschaftliche Veränderungen auf die Straße gehen. Was uns aber nicht freut, ist, wenn Menschen zu Gegnern werden, die eigentlich keine Gegner sein müssten. Das Problem ist, dass viele Anschuldigungen an der Wirklichkeit vorbeigehen. Bezeichnungen wie antisemitisch oder esofaschistisch oder neurechts oder Wahnwichtel gegen Menschen, die gerade beginnen,
sich mit den Verwerfungen unserer Gesellschaft zu beschäftigen und die dabei erst beginnen, komplexe Hintergründe zu erfassen, sind nicht nur überheblich und ungerecht. Sie bauen auch Fronten auf und blockieren dadurch eine gesunde Weiterentwicklung. Wir brauchen einen Reset. Wir alle, alle, die ernsthaft an einem Weiterkommen interessiert sind, alle, die an einer starken Friedensbewegung interessiert sind, alle, die erkennen, wie wichtig es ist, zu handeln, endlich zu handeln. Wir brauchen eine große, eine offene und ehrliche Aussprache. Wir sind es denen schuldig, die nicht so viele Möglichkeiten für eine Bekämpfung der Weltprobleme haben wie wir. Für eine Bekämpfung eines außer Kontrolle geratenen Kapitalismus. Wir sind es den Menschen im Donbass schuldig. Wisst ihr, wie wir dort wahrgenommen werden? Seid ihr euch bewusst, wie viele Menschen dort hier auf uns blicken? Dass wir Hoffnungsträger für verzweifelte Menschen sind? Seid ihr euch dessen bewusst? Ich sage an dieser Stelle, ich finde es kindisch, scheiße, weiß ich nicht, was ich alles dafür verwenden soll, wenn Lars und andere Leute als Nazis, Antisemiten und so weiter bezeichnet werden. Ich weiß, dass das nicht so ist. Ich denke zwar, dass sich durchaus diese Leute hier untermischen. Ich weiß es nicht genau, weil ich nicht in eure Köpfe reinsehen kann. Wie auch immer. Ich sage halt, dass ich mit dieser generellen Kritik in Anführungsstrichen nichts anfangen kann. Aber ich habe auch eben schon im persönlichen Gespräch zu Lars gesagt, dass diese Kritik, die hier teilweise verbreitet wird, sei das Kritik an der FED beispielsweise oder auch andere Sachen, dass diese meiner Meinung nach teilweise oberflächlich ist und dass da definitiv fundierter an die Sache rangegangen werden muss. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man steht hier oder ihr steht hier im Lichte der Öffentlichkeit und deswegen finde ich auch, dass man mit der Kritik nicht an der Oberfläche bleiben darf. Das muss tiefer gehen, denn das Problem ist komplexer. Also es ist ja auch mehrmals verlautbart worden, dass das kapitalistische System sich in einer Krise befindet und ich finde, das ist einfach nicht so, sondern nicht der Kapitalismus ist in der Krise, sondern der Kapitalismus ist die Krise. Das ist halt... Auch das hat uns der Maidan gelernt. Eine Freiheitsbewegung wurde von faschistischen Kräften gekapert. Soziale Forderungen gerieten schnell in den Hintergrund. Die Ablehnung des Assoziationsabkommens mit der EU durch Janukowitsch, der die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht gefährden wollte, hat den friedlichen Protest in Gewalt umschlagen lassen. Ziel des gekaperten Maidan war letztlich nur noch der Anschluss an das kapitalistische System der EU. Nur aus diesem Grunde stützt die EU und die Bundesrepublik Deutschland das faschistische Regime in Kiew. Denn dieses kapitalistische System muss expandieren. Der Kapitalismus wird uns seit langer Zeit als das beste System verkauft. Uns wird schon in der Schule beigebracht, dies sei das Ende der Geschichte. Das Beste, was eine Gesellschaft zu bieten habe? Ist es das wirklich? Ist das alles, was uns das Leben bieten kann? Nein. Ein Leben, in dem uns der Großteil der Früchte unserer Arbeit vorenthalten wird? Ein Leben, in dem wir vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden, wenn unsere Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird? Kann es denn wirklich das Ende der Geschichte und das Ende der Entwicklung sein, wenn Menschen als Soldatinnen zu Kanonenfutter werden, um durch ihr Blut neue Märkte zu erschließen? Und ich wollte ein paar Worte sagen zu dem, was ich gestern hier erlebt habe. Es waren ein paar unschöne Momente. Und ich würde gerne ein paar Worte an die Antifa richten, im positiven Sinne. Wenn ihr glaubt, dass in dieser Bewegung Leute sind, die versuchen, zweifelhafte Ideologien in die Köpfe der Menschen zu sehen, dann kommt doch her und setzt euch mit her und passt auf uns auf. Aber nicht in einer aggressiven Form, sondern dann geht in den Dialog. Dann stellt euch hier ans Mic und stellt das in Frage, was die Leute sagen. Denn meine Überzeugung, was die Mahnwachen angeht, ist, dass wir alle mitbestimmen, welchen Geist die Mahnwachen haben. Danke. Ihr, die ihr herkommt, gestaltet diese Mahnwachen. Ihr macht aus den Mahnwachen, was ihr daraus machen wollt. Weil, googelt mal das Gesetz der Anziehung, ihr Lieben. Eure Gedanken, das hat Ken schon gesagt,
Eure super. Gedanken schaffen Realitäten. Genau. Und zwar eure Realität. Und meine Gedanken schaffen meine Realität. Das ist wichtig zu verstehen. Es gibt nicht mal die eine Realität. Genau. Jetzt haben wir 7 Milliarden Realitäten und große, große Schnittmengen, wie zum Beispiel diesen Weltfrieden. Wir haben hier in Europa eine sehr lange Friedensphase gesehen. Also Politik kann durchaus was leisten. Wenn man aber merkt, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft, dann muss man sich einbringen, dass es nochmal 60 Jahre werden. Also nicht darauf warten, dass irgendjemand, der das vorher geleistet hat, jetzt dann kommt und das wieder leistet, sondern jetzt sind halt wir mal an der Reihe, die Jüngeren, das weiterzuführen, was unsere Älteren an Frieden ermöglicht haben. Jetzt sind wir einfach mal dran. Das ist ganz einfach. Und dann dürfen unsere Kinder weitermachen. Wir machen einfach nur unseren Job. Es ist natürlich doof, als kleiner Mensch im Dunkeln, ganz alleine, ganz vorne, also wir alle, da ins Neue zu gehen, also Richtung Zukunft zu latschen, und man hat da gar keinen, wie sagt man, Mentor oder irgendwer, der uns hilft. Wir sind eben die erste, also die Generation Nummer 1 oder die beispiellose Generation in Anführungszeichen, wie ich es neulich genannt hatte. Das heißt einfach nur, dass es noch keinen Vorvater oder Vormutter gab, die uns gezeigt hat, jetzt wie es geht. Es ist das erste Mal in der Welthistorie, dass die Menschheitsbewegung, also die Menschen selbst, unabhängig von den Staaten, jetzt eben mal versuchen, tatsächlich das erste globale Projekt, der Mega-Smart-Mob-Weltfrieden. Und den machen wir gerade. Und viele verstehen immer mehr ganz wohlwollend, dass diese sogenannten einfachen Dinge eben die großen und schwierigen Dinge sind. Und genau das finde ich sehr cool, dass die wirkliche Erkenntnisfortschritt, nicht nur, dass jetzt alle über Quantenphysik und Dezentralismus und Aktivismus 2.0 Bescheid wissen, sondern dass sie jetzt verstehen, Brötchen backen für die Truppe ist entscheidend. Ihr kennt ja alle den Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und zu einer richtigen Demo gehört auch was zu essen. Und dann haben wir für alle Brötchen geschmiert. Also wer nie auf dem Fastentrip ist, der kann sich bei uns Brötchen abholen. Und da ich ein religiöser Mensch bin und denke, dass alles wiederkommt, was man Gutes tut, bitte ich euch, bedenkt nur eine göttliche Regel. Versucht, Gutes Leuten zu tun, die euch nichts zurückgeben können. Also weder Geld noch sonst was. Denn laut dieser göttlichen Regel kriegt man das 10-fach Gute wieder. Von der göttlichen Kraft, von Gott oder wie das alle halt bezeichnen. Probiert's aus, wir fangen heute damit an, indem wir einfach Dinge verschenken und dafür einfach nichts haben wollen. Danke. Ich bin sehr egoistisch. Ich stehe aus egoistischen Zielen hier. Ja, natürlich. Weil ich will in einer heilen, gesunden und friedlichen Welt leben. Versteh mich. Und meine Kinder auch vielleicht mal. Und das Geile ist, du und ich, wir sind so ja ehrlich, weil wir das nämlich sagen. Ich bin auch ein Mega-Egoist. Aber mein Egoismus ist so groß, dass der euer Wohlsein mit einschließt. Weil wenn es euch gut geht, dann geht es auch mir gut. Groß. Ich hatte mal meine ganze Karre, also ich hatte mal einen Q7, okay, und der war schwarz-rot-gold beklebt, weil ich Fußballfan war. Ich bin einfach, das ist doch egal, das hat doch nichts mit der Einstellung von dem Menschen zu tun, meine Güte, ey. Das ist doch lächerlich. Ich bin mal mit Deutschland fahren aus dem Flugzeug gesprungen. Jetzt habe ich gerade viel Wichtigeres zu tun, als für die deutsche Nationalmannschaft Spaß zu machen, weil das ist viel wichtiger. Im Moment spielt er Deutschland gegen, weiß ich gar nicht, aber halt immer gegen. Und ich wollte mal hier schauen, ob Leute da sind, weil die WM ist ja schon mal ein Thema, ist ja klar. Aber es sind Leute da und das heißt, offensichtlich ist es so, dass Fußball wichtig ist, aber Frieden ist Leuten wichtiger. Wahrscheinlich verzichten Leute heute hier auf ein Spiel, um hier präsent zu sein. Das finde ich gut. Und wir müssen verstehen, dass der Geist, der hier über diesen Platz weht, der weht über anderen Plätzen auch, wo Leute das Gefühl haben, dass irgendetwas nicht stimmt. Das stimmt eine ganze Menge nicht. Aber dass Leute hier sind, beweist, dass ihr Antennen dafür habt, dass was nicht stimmt. Ihr seid nicht dafür zuständig, sagen euch andere. Ich sage euch, ihr seid dafür zuständig, eure Antennen weiter auszufahren, auf Empfang zu schalten und zu senden. Wir haben so viele Dinge angesprochen, die uns nicht gefallen. Das eine oder andere wurde da auch formuliert, wie man das ändern sollte. Ich begreife das hier und überall in Deutschland als das, was wir schon mal hatten. Eine außerparlamentarische Opposition, eine APO. Die APO ist back! Alles, was wir machen müssen als gesellschaftlich gesunde Zellen ist, wir müssen uns einfach schneller teilen. Und das machen wir am besten durch Kommunikation. Kommunikation bedeutet aber auch Solidarität. Und Solidarität ist nur dann solidarisch, wenn aus Solidarität auch Solidarität wird. Ihr solltet Solidaritäter werden. Jeden Tag eine solidarische Tat, das wäre Solidarität. Das ist Phase 2. Phase 2 heißt nicht darauf zu warten, dass jemand anders es tut, der dafür zuständig ist. Und das bedeutet, dass für mich hierher zu kommen.
Ich werde immer hierher kommen. Mit oder ohne WM. Ob ihr da seid oder nicht da seid. Das heißt, ich gehe hier auf gar keinen Fall mehr weg. Und wenn diese Bewegung überleben will, dann brauchen wir erstens ein kollektives Ziel. Und das haben wir auch, nämlich der 19. Juli. Das ist der erste Samstag nach der WM. Da sollen sich alle Mahnwachen in Berlin treffen. Das soll ich euch verkünden. Findet ihr die Idee gut? Könnt ihr dieses große Treffen geben, direkt der erste Samstag nach der WM, 19. Juli ist das, am Samstag, wo dann alle Mahnwachen aus Deutschland aufgerufen sind, nach Berlin zu kommen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, aber das Feedback nach der ersten Ankündigung war ja schon so grandios, weil da gab es ja gar keine Vorgabe, ey, wir mieten euch Busse oder so. Die Leute sollen sich ja selber das überlegen und ich glaube, das wird richtig die Herausforderung, nach der WM zu zeigen. Wir haben nicht nur bis zur WM durchgehalten, wir haben die WM überlebt und danach sind wir erst recht da und dann wird es richtig zur Sache gehen. Also ich glaube einfach, dass das ein sehr gutes Zeichen sein wird. Trotz der WM als Monsterereignis, als Monster-Medienereignis, dass der Frieden mindestens genauso wichtig ist wie so ein sportliches Ereignis. Im Grunde soll ja dieses sportliche Ereignis auch ein Zeichen sein, dass man miteinander kann. So. Also, und dann kann man das ja danach auch nochmal in so einer Mahnwache zeigen und ich glaube auch, dass die dann in Bewegung sein wird. Ja, das ist dann Phase 2, weil dann wird es konkrete Ziele auch geben. Und da wird man nicht nur irgendwo rumstehen und sagen, was man sich gerne wünscht, sondern da wird es dann auch Leute geben, die sagen, wir laufen, wir setzen uns in Bewegung, das ist auch ein Symbol und die haben konkrete Forderungen, wir werden auch versuchen, die umzusetzen, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Sonst war es nur schön, dass wir uns all die Wochen während des schönen Wetters draußen getroffen haben. Das kann es nicht gewesen sein. Ich mache jetzt mal was, was ich mein ganzes Leben noch nie gemacht habe. Für den armen Menschen, der das in was mit dem Brand da geschehen ist. Ich bitte euch auch einmal daran abzudenken. Also wirklich eine ganz, ganz großartige Geste. Also es ist natürlich überhaupt nicht abgesprochen und es ist ja ganz, das ist also völlig überraschend jetzt. Und natürlich nehmen wir das mit. Das ist ganz großartig. Ja, das ist eine ganz tolle Geste. Wir nehmen das auch alles. Ich werde das auch alles auch hochladen und online stellen. Weil das einfach toll ist. Danke. But they sound like a million colors in your mind. They sound like a million colors in your mind.